haben gesagt, der Euro ist stark, vielleicht zu stark. Ich verstehe, dass Sie als französischer Finanzminister glauben, ein schwacher Euro macht Frankreich wettbewerbsfähiger. Ist es nicht aber so, dass vor allem Frankreich keine Abwertung des Euros, sondern eine Abwertung gegenüber Deutschland bräuchte? Ist es nicht so, dass ein schwacher Euro auch Deutschlands Export zusätzlich stärkt und so die Spannungen innerhalb der Eurozone noch wachsen? Könnte es sein, dass Deutschland und Europa jetzt weniger eine Stärkung der deutschen Exportunternehmen brauchen, sondern eine Stärkung der Binnennachfrage? Und könnte es sein, dass ein schwacher Euro aber die Importe verteuert und die Binnennachfrage schwächt? Die Frage, auf die ich Ihre konkrete Antwort erwarte, wäre es für Frankreichs Wettbewerbsfähigkeit nicht besser und sehr hilfreich, wenn Frankreich gegenüber Deutschland abwerten könnte? Und zweite Frage, Sie haben heute gesagt, Frankreich hat die Regeln nicht gebrochen, der Euro ist heute gestärkt und die Defizite gehen nicht zurück. Aus welchen Quellen informieren Sie sich? Was den Euro angeht, also da darf ich Sie herausfordern, eine Erklärung meinerseits dazu zu finden, was das Niveau des Euro sein sollte. In so eine Debatte habe ich mich nie eingelassen, auch nicht als Finanzminister. Wir haben eine Zentralbank, die unabhängig ist und die hat da ihre Rolle wahrzunehmen und die definiert unabhängig ihre Politik, ihre Monetärpolitik und ganz davon abgesehen wird der Wechselkurs auch unabhängig festgesetzt oder setzt sich fest. Er war vielleicht in der Vergangenheit zu hoch und die Europäische Zentralbank hat eingegriffen und jetzt haben wir einen Kurs, der ein Kurs ist, der meiner Auffassung nach ausgewogen ist. Und dass wir alle im Euro sind, verhindert auch einen Währungswettbewerb. Also was mich angeht, bin ich für den Euro. Er ist noch nicht dynamisch genug. Da muss man vielleicht auch die institutionelle Architektur ein wenig abändern. Aber der Euro schützt uns auch. Also ich bin da nicht nostalgisch, was die Zeiten vor dem Euro angeht. Wir müssen zusammenarbeiten, um die Architektur zu stärken. Die EZB wird ihre Rolle weiter spielen, wird gegen die Inflation kämpfen, wenn es sie geben sollte, wird Liquidität in die Wirtschaft bringen, wo es nötig ist, wird sicher dafür sorgen, dass das Euroniveau auf dem richtigen Level sitzt, damit wir international auch wettbewerbsfähig sein können. Und mit Kollegen Dombrovskis zusammen, glaube ich, reden wir doch auf eine Art und Weise, die die EZB und ihre Unabhängigkeit voll respektiert und unserer Industrie hilft. Unsere Industriegrundlage muss erhalten bleiben. Man hat von Defiziten und so weiter gesprochen. Das ist sicher ein wichtiges Thema, aber Wettbewerbsfähigkeit, Industrie, Investitionen, das ist ein Herzstück meiner Vision.